Du kennst es bestimmt, du bist unterwegs, hast es eilig, hast Hunger und willst eigentlich auch irgendwie was Gesundes essen, weil du ja eigentlich abnehmen willst, in Form kommen willst. Aber es gibt nirgends was und du hast doch nichts Gesundes dabei. Und irgendwie gibt es nur überall Crap, ungesunden Kram, High-Calorie-Snacks. Was sollst du essen? Für die meisten ist es dann ein Excuse und die sagen, na gut, dann esse ich halt den scheiß Döner da vorne oder den ungesunden High-Calorie-Snack da vorne oder die Käsebrezel, weil man kann ja nichts dafür, wenn es nirgendwo fitnessfreundliche Alternativen gibt, oder? Halt, stopp! In diesem Video bekommst du jetzt von mir 5 Tipps, was es für Alternativen gibt, wenn du unterwegs bist, einen schnellen Snack essen möchtest, der aber gesund ist und dir hilft abzunehmen, vielleicht auch Muskeln aufzubauen. Also bleib dran, los geht's. Bevor wir anfangen, eine Sache noch ganz schnell. Was ganz besonders wichtig ist, um in Form zu kommen, ist auf Abonnieren zu klicken hier unten, weil meine Videos können dir da wirklich sehr bei helfen. Also einmal bitte abonnieren. Danke. Tipp Nummer 1. Jetzt geht's erstmal in den Supermarkt. Warum in den Supermarkt? Das Problem mit Döner und Co. ist, dass du nicht kontrollieren kannst, was da drin ist. Du weißt einfach nicht, wie viel Fett dieses Fleisch hat oder das Brot oder was für ein Zeug der da reinhaut. Wir können das nicht wirklich kontrollieren, was der Dönermann uns da in die Hand drückt oder der Bäcker oder sonst wer. Im Supermarkt schon, da können wir uns genau aussuchen, was wir uns holen. Und worauf achten wir jetzt im Supermarkt? Es soll viel Protein haben, damit wir die Muskeln erhalten. Es soll Volumen haben, damit wir satt werden. Es soll lecker schmecken und es soll schnell gehen. Und das jetzt für die gut, die was Süßes wollen, weil du gehst zuallererst mal zu den Protein Bars, holst den Proteinriegel. Warum? Das geht schnell, schmeckt gut. Achte drauf, 20 Gramm Protein ungefähr sollte der Riegel haben und der sollte Low Fat sein. Dann gehst du zum Joghurtregal und holst dir nochmal so einen Low-Fat, High-Protein-Joghurt oder Pudding. Die haben auch nochmal so 20 Gramm Eiweiß. Jetzt haben wir schon 40 Gramm Eiweiß. Und jetzt gehst du noch zu den Früchten und holst dir entweder diese geschnittenen Früchte in so einer Cup oder halt frische Früchte. Wenn du glaubst, dass du dann immer noch Hunger hast, dann hol dir noch, das ist zumindest was ich gerne mache, so eine kleine Packung Cherry-Tomaten. Kannst du auch noch snacken. Jetzt hast du wirklich einen gesunden High-Volume-Snack mit viel Protein, wenig Fett, Ballaststoffen, unverarbeiteten Früchten, also optimal. Tipp Nummer 2. Wir bleiben mal beim Supermarkt. Das ist jetzt für alle, die eher was Herzhaftes wollen. Und das ist auch einer der Tipps, die wirklich am sättigenden sind, weil sie das meiste Volumen haben. Und zwar geht es um eine Salatbowl. Du guckst jetzt einfach, dass du dir so eine fette Salatbowl holst, aber nicht mit irgendwie Schinken drin und Ei, sondern einfach nur den Salat. Was du dann dazu holst, ist diese Ready-to-Eat Hähnchenbrust. Und dazu noch so ein Low-Fat-Dressing. Mega sättigender Riesensnack mit wenig Kalorien. Das ist mein Tipp Nummer 2. Also der nächste Tipp geht auch schnell, wenn du es eilig hast. Du schaust, ob du einen Bäcker siehst, weil du willst diese belegten Brötchen haben. Und warum belegte Brötchen? Weil da kannst du relativ gut kontrollieren, was da drauf ist. Bisschen einfacher als bei einem Döner auf jeden Fall. Was wir jetzt suchen, ist auch wieder Low Fat, weil, wie gesagt, Fett ist der Nährstoff mit der höchsten Kaloriendichte. Und eine Proteinquelle und am besten noch ein bisschen Gemüse. Und was wir vermeiden wollen, ist tonnenweise Butter und Mayo. Also suchst dir ein Brötchen mit Schinken oder Pute drauf. Eine Scheibe Käse ist noch in Ordnung, aber möglichst keine Mayo und tonnenweise Butter. Auch dieses Brötchen ist in Ordnung als Snack, hat nicht so viel Protein, aber sättigt einigermaßen und ist low fat. Tipp Nummer 4. Wenn es einen Subway gibt, dann kann ich dir Subway empfehlen. Auch hier kannst du gut kontrollieren, was du in dich reinschiebst sozusagen, weil du hier aussuchen kannst, was du nimmst. Und was ich da dann immer empfehle, ist ein Vollkorn-Sub und dann nimmst du dir Chicken Fajita oder Chicken Teriyaki, weil das ist Low Fat und High Protein, eine gute Proteinquelle. Und dann alles an Gemüse immer. 2 Scheiben Käse ist auch in Ordnung, das bringt jetzt nicht so viel Fett rein, vielleicht 8 Gramm oder sowas. Und dann nimmst du dir noch eine Low-Fat-Soße, wie zum Beispiel Honey Mustard oder sowas. Und ganz wichtig bei Subway, sagt auf jeden Fall, ihr wollt nur ein bisschen Soße. Wenn man nicht sagt, dann ertränken die deinen Sub in Soße. Und wenn du sagst ein bisschen, dann werden die wahrscheinlich trotzdem noch viel machen. Also immer sagen, nur ein bisschen Soße. Tipp Nummer 5. Wenn du gar nichts essen kannst oder willst und du hast super eilig, dann kannst du auch Folgendes machen. Du holst dir einfach ein koffeinhaltiges Getränk, um deinen Appetit zu senken oder zu drücken, sag ich mal, bis du wieder was Richtiges essen kannst. Und was ich gerne mache, ist, ich gehe zu Starbucks und da kannst du jetzt zum Beispiel einfach einer meiner Favorites, einen großen Kaffee mit ein bisschen Kokosmilch holen, hat kaum Kalorien, und Sugar-Free Caramel Syrup. Das schmeckt wirklich mega geil und macht dich tierisch satt, in Anführungszeichen, und du hältst es dann auf jeden Fall aus bis zur nächsten Mahlzeit. Ansonsten, das habe ich auch schon mal gesagt, koffeinhaltige Getränke können wirklich den Appetit sehr stark drücken oder senken. Also das kann immer auch eine Option sein, dass du es dann aushältst bis zur nächsten Mahlzeit. Auch ein Energy Drink hilft. Und wenn das Kohlensäure hat, dann ist das auch noch füllender, sage ich mal. Also kohlensäurehaltige Getränke mit Koffein, die auch süß schmecken, sind eben wirklich besonders hilfreich, sage ich mal, in der Diät, wenn es darum geht, den Appetit zu senken. Aber wichtig ist dann auf jeden Fall später was Richtiges mit genug Protein, Ballaststoffen, Volumen und so weiter. Komm auf deine Kalorien, keine Crash-Diäten, das empfehle ich ja niemals. Ihr wisst, Balance is everything. Ja, und ansonsten gilt, am besten ist es, du bist vorbereitet. Vor allem, wenn du halt wenig Erfahrung mit Ernährung oder dem Abnehmen-Thema hast, dann hilft es dir einfach mega weiter, wenn du prepared bist, schon was mitgebracht hast oder vorgekocht hast. Was ich dir mit dem Video aber natürlich auch zeigen möchte, ist, es ist immer möglich, eine bessere Entscheidung zu treffen. Wie ich immer predige, make the better decision, egal wo du bist, du kannst dich immer für die
bessere Variante entscheiden. Frag dich einfach, was würde mir jetzt mehr helfen, meine Fitnessziele zu erreichen. Ansonsten lennartholczyk.com für Online-Coaching. Abonniert meinen Kanal, folgt mir auch auf Instagram und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann!